Hallo zusammen, heute ist der 7.3. Zeit für ein kleines neues News-Update. Die größten News werden wahrscheinlich sein einmal das Let's Roleplay von Morrowind und die Werbung. Fangen wir doch einmal mit Morrowind an. Es ist wie gesagt ein Let's Roleplay, wie die meisten ja auch schon mitbekommen haben. Das heißt, es steckt sehr viel Arbeit drin. Also ich muss darauf achten, dass alles einigermaßen in sich geschlossen ist, dass ich kein Wissen mit einbringe, das ich selber jetzt über die Jahre erarbeitet habe, sondern wirklich alles nur aus der Sicht des Charakters. Und dann probiere ich noch ein wenig damit rum, Spezialeffekte einzubauen. Also sowas wie ein Magenknurren in der letzten Folge oder ein Lichtblitz, wenn man verkatert aufwacht oder solche Sachen halt. Das braucht halt recht viel Zeit. Deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn die Folgen recht lange zu produzieren dauern und dann halt nicht so viele Updates kommen. Aber nach und nach wird sie das schön füllen und wir werden das Leben von Markus Sittikus schön weiterverfolgen können. Der nächste Punkt ist die Werbung. Ich habe jetzt vor 4 Tagen angefangen, Vollbildwerbung zu schalten. Warum genau, könnt ihr in dem anderen Video sehen. Das müsste in den News auch verlinkt sein. Es ist primär, weil ich meinen Nachtjob gekündigt habe am Wochenende. Und um den jetzt zu füllen quasi und durch YouTube zu ersetzen, habe ich es mit der Vollbildwerbung versucht. Da gibt es momentan ein paar Probleme. Das heißt, ein paar Zuschauer haben sich in Anführungszeichen beschwert. Da kommt ja gar keine Werbung. Ich will dich doch unterstützen und so. Das heißt, wenn euch da auch was auffällt. Also normalerweise müsste bei jedem Video Vollbildwerbung kommen vorher. Die kann man überspringen, das ist gar kein Problem. Aber wenn da gar nichts kommt, dann hat YouTube irgendwie Mist gebaut. Und es würde auch erklären, warum meine Einnahmen so eingebrochen sind. Also ich hatte die ersten paar Tage richtig gute Einnahmen. Das sah dann auch schon so aus, als wenn ich den 400-Euro-Job getrost in der Ecke lassen könnte. Aber danach haben sich halt die ersten Leute beschwert, in Anführungszeichen, und die Einnahmen sind richtig eingebrochen. Also 80% weniger, das wäre dann schon übel. Und dann könnte ich auf keinen Fall auf einen extra Job verzichten. Was ich aber recht gerne würde. Denn so Teilzeit-YouTuber wäre schon eine echt schicke Sache. Dann könnte ich von zu Hause aus arbeiten, ich könnte trotzdem die ganze Zeit mit meiner Tochter hier Zeit verbringen und müsste nicht irgendwas extra noch am Wochenende arbeiten. Das wäre schon schick. Aber ja. Einfach, wenn irgendwas schief läuft, in den Kommentaren hier vor dem Video schreiben oder in den aktuellen Folgen oder mir eine Nachricht schicken. Nur, dass ich ein bisschen Feedback bekomme, wie das denn wirklich bei euch ankommt. Auch wenn ihr jetzt sagt, das ist ja total scheiße mit der Werbung und so, dann guckt ihr einfach das andere Video kurz an. Da erkläre ich nämlich auch, wie man Adblocker installiert und verlinkt die auch und das ist dann auch kein Problem. Mir ist wichtig, dass ihr gerne meine Sachen guckt. Und gerade solchen Projekten wie Morrowind oder DSA verstehe ich es auch vollkommen, wenn ihr denn für diese Projekte den Adblocker anmacht, damit ihr das in schön in Ruhe durchgucken könnt, ohne aus der Spielwelt und dem Fantasy-Setting rausgerissen zu werden durch irgendwelche Porsche-Werbung oder Beate Use oder sonst irgendwas. Ja, ansonsten an News. Wir haben momentan sehr viele Projekte nebenher. Ich versuche das jetzt so in den Griff zu bekommen, dass zwischen DSA 2 und DSA 3 wahrscheinlich so 1-2 Monate Pause liegen werden, damit ich das ein bisschen alles ausbalancieren kann. Momentan ist das echt zu viel. Und es ist auch kein Projekt dabei, wo ich sagen würde, ach, das würde ich jetzt gerne demnächst mal aufhören, weil Dwarf Fortress will ich noch weiterspielen. Das Einzige, was ich vor kurzem überlegt habe, ob ich ein neues Fort anfange, aber das habe ich auch inzwischen verworfen. Also das Fort soll schön weiter bestehen. Noch einige Folgen, einige 100 Folgen oder so. Also wie gesagt, da habe ich keine Gedanken mit aufzuhören. Don't Starve macht auch richtig Spaß, gerade weil wir jetzt so viele Neuerungen dabei haben. Evil Genius, das könnte eventuell abgeschlossen sein. Ich weiß es nicht, wie lange das Spiel an sich geht. Aber wenn das Ende nicht in Sicht ist, habe ich nicht vor, da irgendwas zu forcieren. Denn wir haben bald die Chance, wenn ich das richtig verstanden habe aus den Kommentaren, auf die zweite Insel zu kommen. Und da können wir alles neu planen und neu aufbauen, alles ein bisschen effektiver aufziehen. Und wenn ihr dazu Tipps habt, dann schreibt mir das doch am besten in die aktuelle Folge von Evil Genius. So ein paar Konzepte, wie ich das aufbauen könnte oder was ich machen sollte, um es möglichst effektiv zu gestalten. Denn ich spiele das Spiel zwar schon seit einer Weile, aber halt immer nur in den Folgen selber. Ich spiele das privat nicht, um mich halt nicht selber zu spoilern. Dementsprechend bin ich noch recht unerfahren in dem Spiel selbst. Die Grundprinzipien habe ich zwar inzwischen begriffen, aber es gibt noch vieles, was ich absolut nicht wirklich nachvollziehen kann. Also ja, alle Tipps sind gerne gesehen. Sonst haben wir nicht mehr wirklich viel Neues. Das heißt, wir sehen uns einfach immer in anderen Projekten. Und bis dann.